Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Trains in World 3 auf meinem Kanal. Trainingszentrum ist heute nochmal angesagt und danach auch nochmal. Ich glaube, im Trainingszentrum könnten wir jetzt sogar zum letzten Mal sein. Wir gehen mal rein und suchen uns hier die SC40-2 raus, die wir schon aus vielen anderen DLCs kennen, aber hier nochmal neu kennenlernen. Und ich bin überrascht, dass hier steht, 30 Minuten soll das Ganze dauern. Guck mal, hier die das erste Mal 5 Minuten, das zweite Mal 10 Minuten, das dritte Mal 10 Minuten, jetzt 30 Minuten. Jetzt will ich aber mal kurz nochmal hier vergleichen, weil ich meine, bei der AC44CB wäre es weniger. Ne, nicht CB, sondern, warte, wo ist die andere Lok aus dem Cajon Pass? Da ist sie. Da waren es noch 15 Minuten. Ich bin gespannt. Ey, 30 Minuten ist eine ziemlich lange Einführung. Voll an die Waldfee für so eine Lokomotive. Bin mal gespannt, was uns da so alles erklärt wird. Ich dachte jetzt eigentlich, dass wir das genauso haben werden wie bei allen anderen Lokomotiven. Also einmal kurz ein bisschen gesabbelt, einmal rausfahren, ankuppeln, ein bisschen vorfahren, zack, bumm, fertig. Aber das scheint hier ein bisschen anders zu sein. Bin gespannt. Willkommen zur Lokführerschulung im Trainingszentrum. Heute werden Sie lernen, wie man diese EMD SD40-2 Lokomotive in BNSF Railway Lackierung bedient. Die Produktion der SD40-2 begann im Jahr 1972 und die letzte Einheit wurde 1986 fertiggestellt. Die SD40-2 hat 3000 PS, ein Gewicht von 170 Tonnen und eine Dauertraktionsleistung von 831.000 Pounds. Über 4000 SD40-2 Lokomotiven wurden von EMD in verschiedenen Ausführungen produziert und sind bis heute in Betrieb, und das 50 Jahre nach ihrer Indienststellung. Wenn Sie bereit sind anzufangen, steigen Sie ein. Ja, also erstmal die Erklärung zu der Lokomotive gleich mal zu Beginn, das kennen wir so noch gar nicht. Sollen wir uns natürlich erstmal ein Foto genehmigen, was ich hier als Thumbnail brauche. Zack, bumm, bupp. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los und laufen mal hier ein bisschen die Punkte ab. Setzen Sie sich auf den Lokführersitz. Also zu der Lokomotive brauche ich nicht mehr viel erklären. Das ist Standard-Lokomotive, die kennen wir alle. Display ist neu. Sie werden jetzt die Schritte durchgehen, die nötig sind, um diese Lokomotive zu übernehmen. Zuerst müssen Sie den Generatorfeldschalter anschalten. Dieser muss angeschaltet werden, damit der Leistungsregler die Kraft des Zuges kontrollieren kann. Um diese Lokomotive in Betrieb zu setzen, muss der Richtungsschalterhebel eingesetzt werden. Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Schalten Sie die vorderen Spitzensignale ein. Unabhängig von der Tages- oder Nachtzeit und den Wetterverhältnissen müssen alle Lokomotiven ihre Spitzensignale angeschaltet haben. Auf hell, also hoch. Okay. Wenn Sie losfahren wollen, ergibt es Sinn, sich an diese Abfolge zu erinnern. Unabhängige Bremse anlegen, automatische Bremse lösen, Leistung aufschalten, unabhängige Bremse lösen. Lassen Sie uns langsam durch diesen Prozess gehen, um ihn zu verstehen. Legen Sie zuerst die unabhängige Bremse vollständig an. Dies wird sicherstellen, dass sich Ihr Zug unter keinen Umständen bewegt. Lösen Sie als nächstes die automatische Bremse. Dies wird die Bremsen am restlichen Zug lösen, aber sie werden sich nicht bewegen, da die unabhängige Bremse dies verhindert. Schalten Sie jetzt ein wenig Leistung auf und stellen Sie sicher, dass Leistung erzeugt wird. Also da das jetzt hier im Tutorial ja schon wieder so ist, dass die Lok hier schon fertig aufgerüstet steht, nochmal kurz die Erinnerung, dass ihr hier unten auf führend oder abgeschaltet stehen solltet und hier oben das Absperrventil auf Güter- bzw. Fahrgastverkehr stehen sollte, je nachdem, was ihr gerade fährt. Ich schalte mal ein bisschen Leistung auf. Lösen Sie zum Abschluss die unabhängige Bremse und Sie werden sich in Bewegung setzen. Davon gehe ich aus. Dies ist eine gute Übung, denn es wird Ihnen in zwei Schlüsselbereichen helfen. Der erste Bereich ist der, dass Sie sicherstellen, dass der Zug Leistung erzeugt, bevor die Bremsen gelöst werden. Denn das Letzte, was Sie wollen, ist, dass Sie sich ohne Leistung in einer Situation wiederfinden, in der Sie die Bremsen schnell anlegen müssen. Der zweite Bereich ist der, dass Sie, während Sie die unabhängigen Bremsen lösen und gleichzeitig Leistung erzeugen, nicht rückwärts rollen. Bei stärkeren Steigungen werden Sie sogar mehr Leistung aufschalten müssen. Und dies können Sie üben, damit Sie sich daran gewöhnen, wenn Sie mit der Eisenbahn unterwegs sind.
Sofern sich Lokomotiven am Ende ihres Zuges befinden, können sie den Funkfernsteuerungsknopf drücken, um die Funkkommunikation mit diesen Einheiten herzustellen. Dies wird sicherstellen, dass sie Leistung und Bremse genauso anwenden, wie sie es in ihrer Lokomotive tun. Dies gibt ihnen mehr Kontrolle auf ihrer Reise. Drücken Sie den Knopf, damit Sie etwas Übung bekommen, auch wenn keine Lokomotiven verbunden sind. Okay, das ist jetzt ein... Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Das erinnert jetzt so ein bisschen an die EC44. Bringen Sie den Zug an der angegebenen Position zum Halten mit Hilfe der unabhängigen Bremse. Die unabhängige Bremse wendet lediglich die Bremsen der Lokomotiven im Zugverband an und kann daher schneller angewendet und gelöst werden als die automatische Bremse, die auf den ganzen Zug einwirkt. Das Weichensignal da ist verkehrt rum. Wie ist es da? Okay, wir fahren mal nach vorne. Also es ist dasselbe wie mit der 185 und der... Wobei die 185 haben wir uns ja noch nicht angeguckt, aber das Video ist schon da. Ist dasselbe wie bei allen anderen Lokomotiven auch. Also das ist jetzt hier keine große Überraschung, was hier zu entdecken gibt. Wie gesagt, habe ich ja in der letzten Einführung auch schon gesagt, das ist irgendwie nicht so richtig durchdacht, dass uns hier alles vorweggenommen wird. Also das Spiel sagt uns quasi klipp und klar, mach dies, mach das, mach jenes. Das ist wie bei jeder Einführung, nur hier fehlt mir irgendwie das Aufrüsten. Also wir haben noch nicht einmal einen Motor angeschmissen und nix. Und ich meine, das wiederholt sich jetzt ja hier auch quasi nur, ne? Wenn wir da 30 Minuten für brauchen, dann halte ich für ein Gerücht. Wechseln Sie die Fahrtrichtung mit dem Richtungsschalter und stellen Sie dann die angezeigte Weiche mit Hilfe der Karte oder zu Fuß. Bevor Sie fortfahren, überprüfen Sie, ob die beiden Kupplungen in der richtigen Position sind, um automatisches Ankuppeln zu ermöglichen. Schauen Sie auf die hintere Kupplung an Ihrem Zug und stellen Sie sicher, dass sie offen ist. Nutzen Sie die Kupplungsstange, falls die Kupplung geschlossen ist, um sie zu öffnen. Ja, jetzt will auch nochmal die Kupplungsstange von mir gelöst haben. Machen wir. Gehen Sie als nächstes zu den Güterwagen, an die Sie ankuppeln werden, und überprüfen Sie, ob das Kupplungsgelenk offen ist. Nutzen Sie die Kupplungsstange, um das Gelenk zu öffnen. Bevor Sie an die Wagen ankuppeln, überprüfen Sie, ob das Kupplungsgelenk offen ist, da Ihnen die Kupplung ansonsten einfach abspringt. Das haben wir gerade gemacht, ne? Willst du? Die Weichen sind korrekt gestellt und Sie können jetzt an die Güterwagen ankuppeln. Kuppeln Sie an, indem Sie langsam an die Wagen heranfahren. Die meisten Güterwagen nutzen automatische Gelenke, sodass sie automatisch angekuppelt werden, sobald sie verbunden sind. So, dann kuppeln wir an, ziehen das Ding noch vor und dann haben wir die Einführung auch geschafft. Aber ich werde euch leider heute nochmal mit der Einführung belästigen müssen. Da geht es ums Anfahren am Berg. Da habe ich aber wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Wissen dazu als das Spiel. Aber das schauen wir uns mal in aller Ruhe an. Auf jeden Fall wurde ich schon ein bisschen gespoilert und mir wurde gesagt, dass dort relativ viel erzählt wird. Warum hast du jetzt nicht angekuppelt? Gekuppelt hat er. Irgendwas will er jetzt hier nicht so richtig. Irgendwie wieder nicht so richtig jetzt hier gerade.
Also rollen Sie den Rest des Weges aus. Wenn Sie den unabhängigen Problem drauf lösen, haben wir gemacht. Rollen Sie den Rest des Weges aus. Was will er denn jetzt von mir? Probieren wir doch nochmal an. Machen wir ein bisschen mehr Bums drauf. Ah, jetzt hat's funktioniert. Ein bisschen mehr Bums. Wenn Ihre Geschwindigkeit zu hoch ist, riskieren Sie beim Ankuppeln zu entgleisen. Wenden Sie etwas Bremskraft an, um Ihre Anfahrt zu verlangsamen. Gute Arbeit. Ändern Sie jetzt die Fahrtrichtung mit dem Richtungsschalter und bewegen Sie den Zug vorwärts auf das angezeigte Nebengleis. Vergessen Sie nicht, etwas Leistung aufzuschalten, bevor Sie die Bremsen lösen. Genau genommen ist dies im Trainingszentrum nicht notwendig, aber dies ist eine gute Gelegenheit, nützliche Verhaltensweisen zu üben. So, auf geht's, wieder nach vorne. Da Sie an die Güterwagen angekuppelt haben, sollten Sie mit Hilfe der automatischen Bremse den Zug verlangsamen, da die Güterwagen mehr Bremskraft erfordern. Die automatische Bremse wendet die Bremsen auf den gesamten Zug an. Ich frag mich ja echt so ein bisschen, wo dieser Ausdruck automatische Bremse herkommt, aber naja. Automatisch ist sie ja nicht. Ich muss sie ja betätigen, damit sie funktioniert. Das ist einfach eine indirekte Bremse, die auf den ganzen Zug wirkt. Also das ist... Wo der Spruch herkommt, muss ich nochmal nachfragen. Sehr verwirrend für mich als Lokführer. Weil eine automatische Bremse haben wir... Wenn ich jetzt die AFB zum Beispiel anhätte und LZB geführt und ich werde da zu schnell, dann greift eine Bremse automatisch ein, nämlich die, dann ist es eine automatische Bremse, ganz klar, weil ich brauche nichts mehr dafür tun, sondern da bremst automatisch. Aber das hier hat nichts mit automatische Bremse zu tun, sondern ich muss ja entscheiden, bremst du jetzt oder bremst du nicht. Das ist irgendwie nicht so richtig. In diesem Fall bremst er nicht. Oder nur sehr zaghaft. Abgesehen davon, dass wir jetzt hier auf einmal eine einlösige Bremse haben, was bei der SW40 so eigentlich nicht sein sollte, oder war zumindest in den Vorgängern nicht. Also ich kann es nochmal zeigen, warte, ich lege mal Vollbremsstellung an, dann sind wir bei 63 PSI. Kuppeln Sie die Wagen ab, entweder mit Hilfe der externen Ansichten oder indem Sie zu Fuß zu den Wagen gehen. Und wenn ich jetzt löse... Dann löst er nicht. Erst wenn ich komplett löse, dann fängt er an zu lösen. Ihr seht das unten bei EQ, ne? Dass er da jetzt anfängt zu lösen. Wenn ich jetzt die Bremse wieder in anfängliche Reduktion oder in einen Bremsstatus gehe, dann hält er die 77, aber kann dann auch wieder runterbremsen, aber ich kann nicht wieder hochbremsen. Also das ist keine mehrlösige Bremse. Das war aber eigentlich bei der SD40 anders gewesen, nach meinem Befinden. Aber naja, was soll's, ne? Muss man sich halt dran gewöhnen, dass sie jetzt nicht so ist. Dieses Trainingsmodul. Und da wir gerade bei der SD40 sind, kann ich euch gerade nochmal was anderes Schönes zeigen. Da werde ich gerade nochmal ins Hauptmenü mit euch zusammen reingehen. Und zwar habe ich eine Mod gefunden, die werde ich euch auch in der Videobeschreibung unter Umständen nochmal mit verlinken. Sollte ich es vergessen, dann schreibt mich nochmal an oder schreibt es in die Kommentare, dann weiß ich es, dann mache ich das im Nachhinein noch. Also 30 Minuten hier auf jeden Fall mal nicht gebraucht für das Ding. Ich weiß ja nicht, wer das Ding das erste Mal gespielt hat, aber der war wohl anscheinend nicht so gut unterwegs. Ich habe eine Mod gefunden, die ist total nützlich und gefällt mir auch unglaublich gut, weil wir die gut gebrauchen können. Und das kann ich gerade mal bei der SD40 sogar zeigen. Wir gehen mal in die Zughalle, dann gehen wir auf den Fahrplan und dann sehen wir hier unten... wo ist die SD40? Ja, die muss ja ganz oben sein, die haben wir zuletzt gespielt. Also was das hier ist, ich habe keine Ahnung. Habt ihr das auch? Schreibt es mal in die Kommentare. Dass hier Missing Name oder was auch immer da steht. Also wenn ich jetzt hier draufklicke, dann werden ja hier drüben theoretisch die ganzen Lokomotiven angezeigt. In diesem Fall kann man die relativ gut auseinanderhalten. Also das geht schon ganz gut. Verschiedene SD40, die wir hier haben. Sind aber auch tatsächlich alle unterschiedlich, ne? Also jetzt die BNSF SD40-2 und dann haben wir Union Pacific SD40-2. Der Rest ist eigentlich relativ ähnlich. So, jetzt habe ich aber hier zum Beispiel bei Strecken, wie zum Beispiel Hauptstrecke Rhein-Ruhr müsste so eine sein, haben wir die Doppelstockwagen. Zack, bumm. Und da habe ich jetzt eine Mod runtergeladen, wo wir hier hinten sehen können, zu welcher Strecke welcher
von diesen Dingers gehört. Dasselbe sollte bei der 185 unter Umständen auch funktionieren. Genau, hier haben wir KBG, MSB, RSN. Dann haben wir hier Dresden-Riesa, wir haben Köln-West und wir haben Main-Spessart-Bahn. Ne? Also das ist eine Mod, die habe ich da jetzt einfach mal so mit installiert. Könnt ihr euch dann in der Videobeschreibung runterladen, wenn ich es nicht vergessen sollte. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Da werden wir nochmal eine Einführung machen müssen, bevor wir dann mit der SC40 heute das erste Szenario ableisten. Da dann um 18 Uhr am besten auch wieder einschalten. In dem Sinne euch jetzt erstmal einen angenehmen Restnachmittag und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin von mir natürlich, wie man gepflegt ist, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.